Ja, damit willkommen zurück zu einer neuen Episode von Mass Effect. Ich habe ein paar Ressourcen gesammelt und währenddessen bin ich zum Gefängnis Purgatory geflogen, weil da müssen wir eine Gefangene rekrutieren. Und nachdem es ein Gefängnis ist, wird es bestimmt witzig werden. Die werden uns nicht einfach so geben. Natürlich nicht. Also, schauen wir mal. Wen nehme ich denn mit? Nachdem es ein Gefängnis ist, ist vielleicht ein Hacker nicht schlecht. Und ich nehme mal den Doktor mit. Mal schauen, was sie zu sagen haben. Ach so, ich sollte vielleicht noch mal. Ich mache hier mal automatisch. Auto. Gut, haben wir das. Guck mal, die Waffen. Das könnte man mal kurz schauen. Präzisionsgewehr, das lassen wir so. Shuriken. Endlich. Hier. Handkanone. Lassen wir auch mal so. Und da. Ja, lassen wir auch mal so. Na, wobei, Firestorm. Hier kennt dich. Alles klar. Hier bei dir, was hast du so alles? Du machst die Shuriken. Ja, schwere Pistole. So, jetzt kann's losgehen. Och, ach, da vorne. Interessant. Moinsen. Willkommen auf der Purgatory, Shepard. Ihr Paket wird vorbereitet und Sie werden es in Kürze erhalten. Es handelt sich hier um ein Hochsicherheitsschiff. Daher müssen Sie Ihre Waffen abgeben, bevor wir weitermachen. Also, ich bleibe jetzt mal freundlich, weil sonst gibt es hier Stress. Das werde ich nicht tun. Alles weggetreten. Commander, ich bin Direktor Kirrell. Das ist mein Schiff. Sie erhalten die Waffen zurück, bevor Sie das Schiff verlassen. Bitte verstehen Sie, das ist unser Standardverfahren. Und mein Standardverfahren ist, die Waffen niemals abzugeben. Lassen Sie sie durch. Unsere Einrichtung ist sicher genug, um mit drei bewaffneten Gästen zurechtzukommen. Wir holen Jack aus der Kryo. Sobald die finanzielle Seite geklärt ist, können Sie aufbrechen. Folgen Sie mir bitte wegen der Übergabe zur Entlassungsstelle, Commander. Gehen wir. Kann doch niemals einfach sein. Zellenblock 2. Wie Sie sehen, halten wir die Population unter strikter Kontrolle. Jede Zelle ist eine eigenständige modulare Einheit. Ich habe zum Beweis mal ein paar durch die Luftschleusen geblasen. Das Schiff besteht aus 30 Zellblöcken wie diesem hier. Bei uns leben Tausende von Verbrechern. Wir können in kürzester Zeit die gesamte Anlage abriegeln. Hier geht nie etwas schief. Ja, das werden wir sehen. Können Sie mir etwas über Jack erzählen? Hat Cerberus Ihnen nichts gesagt? Jack ist die übelste Mischung aus Gewalt und Hass, die mir je begegnet ist. Gefährlich, verrückt und sehr mächtig. Sie werden es noch früh genug selber sehen. Ich habe so leichte Tonprobleme auf dem Headset. Das kann aber wegen dem Headset selber sein. Das hat es ab und zu. Ich hoffe, man hört es nicht in der Aufnahme. Wie sind Sie zum Direktor dieses Schiffes geworden? Ich war Gesetzeshüter auf Palavan und hatte es satt, dass Verbrecher in die Galaxie geflohen sind, um dort weiter ihre Untaten zu verüben. Kopfgeldjäger sind einfach nicht verlässlich. Irgendwann kam mir dann die Idee, wenn die Verbrecher im Weltraum bleiben, wird die ganze Galaxie sicherer. Sie machen das also, weil Sie es für nötig halten?
Jeden Tag sehe ich die schlimmsten Auswüchse von intelligentem Leben. Regierungen sind lasch und scheuen harte Entscheidungen. Jemand musste sich erheben und für die Sicherheit in der Galaxie sorgen. Eine so große Population im Weltraum zu versorgen, ist sicher nicht billig. Wir können an Ecken einsparen, die die Regierung nicht mal kennt. Und jeder Gefangene bringt zudem eine Gebühr, die sein Heimatplanet bezahlt. Diese Leute sind gewalttätig. Und ihre Heimatplaneten lassen es sich etwas kosten, dass wir sie hier behalten. Was geschieht, wenn der Heimatplanet die Zahlung verweigert? Wir erklären, dass wir den Gefangenen ohne diese Hilfe nicht länger verwahren können und dazu gezwungen sind, ihn auf seinem Heimatplaneten freizulassen. Genauer Ort und Zeit können nicht genannt werden. Erpressung. Planeten werden mit Gefangenen bedroht. Sie müssen meinen Methoden nicht zustimmen, aber Sie sollten meine Beweggründe nicht in Zweifel ziehen. Das sind verabscheuungswürdige Leute und ich halte sie unter Verschluss. Machen wir weiter. Ich nehme an, es gibt kaum Ausbruchsversuche. Wir sind im Weltraum. Sie können nirgends hin, das wissen Sie. Dennoch lassen wir höchste Vorsicht walten. Schließlich handelt es sich um gefährliche Individuen. Wir haben viele Möglichkeiten, die Population zu kontrollieren. Ich lasse mir bestätigen, dass die Bezahlung durch Cerberus erfolgt ist. Die Entlassungsstelle ist einfach hier die Halle runter. Gehen Sie einfach an den Verhörzimmern und dem Supermax-Flügel vorbei. Ich stoße später zu Ihnen, Shepard. Das ist alles viel zu einfach hier. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, wer das meint, die Population zu kontrollieren. Was impliziert das denn alles? Folter! Diese kranken Freaks! Autsch! Haben wir jetzt mal nicht gesehen. Hey! Hey, Leute hier drüben! Darf ich eine Frage stellen? Ja, wenn es sein muss. Wenn Sie Gefangene kaufen, wie wäre es dann mit mir? Mann, mir ist egal, wo Sie mich hinbringen oder was Sie mit mir machen. Alles ist besser als das hier. Sind gekommen, um Jack zu holen. Jack? Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mit ihm gehe ich nirgendwo hin. Ja. Erzählen Sie mir mehr über Jack. Der größte Ärger, den Sie je gesehen haben, gemischt mit einer Portion Wahnsinn und viel zu viel biotischer Energie. Mehr sage ich dazu nicht. Ja, wenn du wüsstest, was bei unserer Crew so alles abgeht. Ja, ja. Mach einfach keinen Stress, Jack. Lang. Zur Entlassung durch die Tür auf der anderen Seite des Raums. Okay. Haben wir alle hier Urlaub? Tut mir leid, Shepard, aber als Gefangener sind Sie wertvoller als Kunde. Ich hab's gewusst. Lassen Sie die Waffen fallen und begeben Sie sich in diese offene Zelle. Ihnen wird nichts geschehen. Da reden Sie von Ihren edlen Absichten mit diesem Gefängnis. Und dann entpuppen Sie sich als Verbrecher wie alle anderen. Systeme aktivieren. Oh, was für Systeme? Organtrauma. So ein Shit. Oh, einer ist erledigt. Mal das hier bitte. Oh no, nicht so einer. Dich hätte ich gerne, danke. Nein, hier.
Öfter können mit Abmessen nicht eingesetzt werden. Ja, ist es okay. Jetzt siehst du mich. Nicht mit Feuer, denn. Inferno-Granate, machen wir das mal. Verstärkung zur Entlassungsstelle. Shepard läuft frei um. Das war. Hier gegen ein ganzes Gefängnis. Der nächste. Okay, ist jetzt hier vorbei. Kann man jetzt hier endlich raus? War das? Wir müssen Jack aus der Kryo rausholen. Ja. Zuerst müssen. Da kommen sie. Zuerst müssen wir mal den Weg frei kriegen. Shit. Was ist denn jetzt los? Ja, da ist das Spiel abgeschmiert. Ich komme gleich wieder. Das erste Mal, dass das passiert. So, da bin ich wieder und genau bei der gleichen Stelle, wo das Spiel abgeschmiert ist. Also fast genau, wir sind beim Kampf. Also machen wir das gleiche nochmal und hoffen, dass es diesmal funktioniert. Ach, diese Hunde da, oder was auch immer das sein soll. Sauberer Treffer. Gut, gehen wir weiter nach vorne. Jetzt siehst du mich. Sehr gut. Geht nicht. Ich hoffe, generell ist das quasi eine. Ja, will ich. Okay, da schwirren jetzt Sachen in der Gegend rum. Ah, noch so ein scheiß Hund. Jetzt siehst du mich. Bereit sein. Okay, war das jetzt alle? Nochmal kurz nachladen. Keine Emotion. Da kommen noch mehr. Wir machen mal das da. Sehr gut. Das da. Licht aus. Nice. Ich wäre ja weggelaufen. Ich meine, du weißt, wer ich bin und was ich kann. Check finden. Die Kontrollen sind verbunden. Öffnet man eine, öffnen sich alle. Chaos. Es ist der einzige Weg, Jack da rauszuholen. Ich mach schon. Bereithalten. Das ist keine gute Idee. Zum. Ist das Jack? Ich dachte, das wären er. Wir müssen da runter. Jetzt! Wow. Okay. Jack hat's drauf, wenn das Jack ist. Warnung. Schwere Kämpfe. Das kompliziert die Lage. Häftling könnte in Gefahr sein.
So wie das aussieht, glaube ich nicht. Das nehme ich mit. Ja, geht's ganz gut. Holy shit! Wow. Zumindest ist ihre Spur leicht zu verfolgen. In der Tat, ja. Wo geht's hier runter? Hier schon mal nicht. Von da. Sind die Gefangenen jetzt auf unserer Seite? Ah, ich hab keine. Was kann man denn da machen? Ich? Oh, shit. Wir machen mal das und das da bitte. Sehr gut. Und runter hier. Ich brauche Munition. Shepard, der Direktor hat den Bereich. Warnung. Kraftwerkscheiben führt zu Überlastung. Die Wache wurde von Gefangenen mit improvisierten Waffen überrannt. Er hatte keine Chance. Häftlinge hilflos. Wache hatte Macht. Vielleicht Missbrauch. Gewalt hier könnte Rache gewesen sein. Abriegeln der Blöcke 4. Ja, von dem, was wir gesehen haben, auf jeden Fall. Wow, wow. Sag mal, Jack, kannst du nicht einfach mal zu uns kommen? Wir wollen dich ja hier wegbringen. Hier, viel Spaß. Erledigt. Was mir jetzt auch noch fragt, was ist mit der Besatzung der Normen? Die werden die nicht auch angegriffen? Frag für einen Freund. Beschädigt. Sektoren 12, 14 und 30. Keine Überlebenden. So gern hier mehr Munition für die Schrot. Ah, nicht für die Schrot, für die Sniper. Die hat's mich ganz schön drauf. Setze Verbrennungstag ein. Oh no, bitte nicht du. Ich muss hier weg. Keine Munition mehr. Dann gehen wir jetzt mal auf die ganz große. Wir werden den mal einheizen. Sah so aus, als wäre sie down. Nice. Da kommt jemand. Schwere Pistole. Wo bist du? Okay, waren das jetzt alle? Das sieht so aus. Höchster Alarm! Finden Sie Jack! Solltet mal so grundsätzlich mal wegen eurem Schiff gucken, denn das fliegt auseinander. Alle jeder? Wachen zu Zellenblock 1.
sind wertvoll, Shepard. Wenn ich sie verkaufe, dann könnte ich leben wie ein König. Aber sie machen zu viel Ärger. Wenigstens kann ich Jack wieder einfangen. Das klappt doch nur so. Das glaube ich kaum. Sie sind ein mieser Sklavenhändler und ich habe dafür keine Zeit. Ich erledige die unangenehmen Sachen, die Regierungen abwälzen. Es ist zum Wohl der Galaxie. Snipern kann ich auch. Ich würde sagen, besser als du. Na, toll. Also Generatoren abstellen. Das ist Cheaten, mein Junge. Ah, ich erwische nicht. Shit. Ah, komm raus. Machen wir mal das da. Ach, er da oben kann da durchschießen. Geil. Müsste sich durch jede Panzerung brennen. Das war nicht weit genug. Jetzt siehst du mich. Okay, nice. Ich wundere mich, dass noch kein Riesenroboter kommen ist. Oh, das sollte ich vielleicht nicht so laut sagen. Machen wir so. Na. Okay. Sniper ist besser. Bei der Distanz. Wenn ich ihn auch erwischen würde. Na, komm her. Ah, vielleicht kann ich es aber von hier kaputt machen. Ich brauche Munition. Ich brauche Munition. Jetzt, du Bastard. Taktische Tarnung für mich erstmal. Und dann werde ich, glaube ich, mal so bleiben. Oh, scheiße, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Verbrennen wäre noch so ein Ding. Komm, Schild. So. Wir machen Schattenschlag und verbrennen bitte. Komm da nicht hin! Müssen Sie durch jede Panzerung brennen. B, dann machst du es mit den Generatoren nochmal. Hätte lieber Rückenwind. Gut, er ist down. Selbst schuld. Pass mein Schiff nicht an. Cerberus. Sie ist davon schon mal gar nicht begeistert. Was zum Teufel wollen Sie?
Sie sind in einer üblen Lage und ich werde sie hier rausbringen. Scheiße, sie klingen wie ein Waschlappen. Ich gehe mit ihnen nirgendwo hin. Sie gehören zu Cerberus. Ja. Ich arbeite zurzeit mit Cerberus zusammen, weil sie mir helfen können. Mit ihnen, für sie, ist für mich dasselbe. Sie tauchen in einer Cerberus-Fregatte auf, um mich irgendwo hinzubringen. Halten Sie mich für bescheuert? Berechtigte Frage. Dieses Schiff wird in Flammen aufgehen. Wir können Sie in Sicherheit bringen und bitten um Ihre Hilfe. Könnte Sie bewusstlos schlagen. Danach wow. Ist in der Lage an Bord der Normandy möglich. Versuchen Sie es ruhig. Nee, lieber nicht. Wir werden Sie nicht angreifen. Gute Entscheidung. Wenn Sie wollen, dass ich Sie begleite, müssten Sie mir schon was anbieten. Woran wären Sie denn interessiert? Ihr Schiff hat sicher jede Menge Cerberus-Datenbanken. Ich will Einsicht. Ich will wissen, was Cerberus über mich weiß. Wenn Sie mich im Team wollen, lassen Sie mich die Datenbanken durchgehen. Wo habe ich jetzt nichts dagegen? Ich gebe Ihnen vollen Zugriff. Sie sollten besser aufrichtig mit mir sein. Warum zum Teufel stehen wir dann noch hier rum? Gehen wir. Wir könnten uns doch Probleme bereiten. Also, ich glaube, es wahnsinnig ist sie nicht, aber sicher kaltherzig. Mal gucken. Und sie, glaube ich, wird über Leichen gehen. Naja, so viel mal zu der Episode. Wobei, andererseits, nö, gehen wir nochmal aufs Schiff und reden mal mit ihr. Willkommen auf der Normandy, Jack. Ich bin Miranda, Shepards Stellvertreterin. Auf diesem Schiff werden Befehle befolgt. Sagen Sie dem Cerberus-Cheerleader, sie soll Abstand halten, Shepard. Ich bin nur wegen unserer Abmachung hier. Naja. Miranda gibt Ihnen Zugriff aufs System. Lassen Sie mich wissen, was Sie finden. Hören Sie das, Schätzchen? Wir werden Freundinnen. Sie, ich und jedes peinliche kleine Geheimnis. Ich bin dann unten im Frachtraum oder irgendwo an der Unterseite und lese. Ich stehe nicht so auf Durchgangsverkehr. Halten Sie Ihre Leute von mir fern. Ist besser so. Und jetzt nicht so geil. Ach, das war vorbildlich. Okay. Naja. Okay, ich gehe mal runter. Weil ich will mit dir mal quatschen. Ah, und mit Garrus wollte ich auch noch mal quatschen, wenn es geht. Wo bin ich denn? Jetzt habe ich mich. Besprechungsraum? Waffenschmied? Will hier raus! Ah, okay. Dann ab zum Lift. Sind die beide da unten? Jack und Said. Maschinendeck. Ja, gehen wir zuerst runter. Und dabei Garrus. Schauen, ob es was Neues gibt. Wo ist sie jetzt? Wo ist er? Wunderschön, oder? Habe ich diesem korganischen Warlord Gesag abgenommen. War vor ungefähr 17 Jahren Chef vom Bloodpack auf Omega. War nicht mal ein Job. Der Typ hat sich nur gedacht, er entführt einen Frachter, auf dem ich als Anhalter war. Großer Fehler. Ich habe Gesag zum Kampf Mann gegen Mann provoziert. Hab ihm die Beine weggefegt, mir seine Knarre genommen und jedes einzelne Bloodpack-Schwein umgelegt. Hab noch nie einen so erledigten Korganer gesehen. Den Helm habe ich als Erinnerung an den Gesichtsausdruck aufgehoben. Junge, du hast ein Problem. Aber zu dir wollte ich gar nicht. Gehen wir mal zum Maschinenraum. Wie sieht denn? Mal sehen. Habt ihr nicht durchgeknallt gesehen? Da geht's nach unten. Ja, nein, gehen wir mal nach da unten.
Ist er ja. Gut, immer mit Jack. Hey. Erzählen Sie mir von sich, Jack. Ich informiere mich noch über mich selbst. Danke, dass Sie mir Einblick in diese Dateien gegeben haben. Was steht denn drin? Ihre Freunde von Cerberus machen ein paar echt üble Sachen. Ich werde etwas Nützliches finden. Ich weiß es einfach. Ja. Was verbindet Sie mit Cerberus? Sie haben mich in einer Forschungseinrichtung großgezogen. Ich bin als Kind entkommen. Seitdem bin ich auf der Flucht. Und Sie haben mich seitdem immer verfolgt. Aber schon bald werde ich den Spieß umdrehen. Sie wissen schon, dass Sie nicht in dieser Ecke hausen müssen, oder? Es ist dunkel, ruhig und schwer zu finden. Für mich bedeutet das Sicherheit. Dieses Schiff ist sehr mächtig. Sie könnten ein Pirat werden und wie ein König leben. Ich könnte helfen. Wir müssen die Kollektoren aufhalten. Ich habe keine Zeit für das Piratengeschäft. Wenn es vorbei ist, sind wir entweder tot oder hier draußen im All. Mit diesem Schiff. Bedenken Sie nur, jede Menge Credits. Die Freiheit, überall hinzugehen. Und so viel Chaos und Kämpfe, wie ich haben will. Ja. Was fasziniert Sie eigentlich so sehr am Töten? Immer wenn jemand stirbt und ich bin's nicht, steigen meine Überlebenschancen. Ganz einfach. Ich muss jetzt gehen. Okay. Macht mal ein bisschen Angst. Ach, da wär's auch untergegangen. Okay, dann mit Eros mal quatschen. Der ist ein, zwei oben. Könnt auch miteinander quetschen. Aber die wird nicht glücklich sein. Außerdem. Der Commander hat ein beeindruckendes Team zusammengestellt. Ich habe noch nie mit so vielen Aliens gearbeitet. Es ist eine kleine Armee. Wir könnten diese Mission tatsächlich überleben. Ja, da hat sie wohl recht. Mein Sinn. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Immer noch. Später, Garrus. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ja, ich würde gerne mal mit dir was trinken gehen. Naja, schauen wir mal ganz kurz ins Tagebuch. Was haben wir denn jetzt noch offen? Der Warlord. Und einige Nebenmissionen. Ich würde sagen, wir machen noch ein paar Nebenmissionen in der nächsten Episode. Vielleicht ein, zwei. Und dann holen wir uns den Warlord, weil ich gehe mal davon aus, dass wir den dann haben. Dann geht es in der Hauptmission dann weiter. Also, bis denn dann. Macht's gut.